Hallo, mein lieber Steinbock, hier ist Danu mit der Jahreslegung 2024. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du die Festtage gut überstanden hast. Und jetzt würde ich für dich gerne die Jahreslegung auslegen. Dazu nutze ich diverse Orakeldecks, mein lieber Steinbock. Und natürlich auch die Tarotkarten. Und ich baue das Ganze so auf, dass ich in 4 Quartale reinsehen werde, was auf dich zukommen kann, energetisch im Jahr 2024. Vorab möchte ich dir auch schon mal ein gutes, gesundes, neues Jahr 2024 wünschen und bitte bedenke, dass ich mich hier außen vor halte, was die Themen angeht der Mutter Natur, ja, sowas deute ich nicht. Oder ich deute hier in diesen Jahreslegungen auch keine Schicksalsschläge oder derartiges, mein lieber Steinbock. Ich bleibe hier im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, Thema Liebe, Thema Berufung, sowas, was sich da aufzeigen möchte. Oder auch freundschaftliche Ebene, familiäre Ebene, ne? Und wenn du möchtest, kannst du dir natürlich auch gerne ergänzend die Jahreslegung zu deinem Mondzeichen oder deinem Aszendenten ansehen. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich alles Wichtige erwähnt habe. In der Videobeschreibung findest du wie immer auch Informationen und ich werde diese Jahreslegung auch zukünftig in den Sternzeichenlegungen immer in der Videobeschreibung verlinken, sodass man sie dann auch wiederfinden kann, wenn man sich diese Jahreslegung nochmals anhören möchte. Und jetzt bin ich schon ganz aufgeregt, mein lieber Steinbock, wie auch bei den Zeichen davor. Denn ich habe ja die letzten Jahre davor nie solche Jahreslegungen gemacht. Und deswegen, ja, bin ich ein bisschen aufgeregt. Schauen wir mal. Und ich beginne hier für dich mit den Seelensternen. Da zeige ich dir mal die Verpackung. Ich werde dir dann die Decks, die ich nutze, auch alle nach und nach vorstellen, sodass ihr dann auch wisst, welche Karten ich hier nutze. Das sind jetzt hier die Seelensterne, ein astrologisches Orakel. Und damit beginne ich jetzt. Welche astrologische Energie wird für dich im Jahr 2024 wichtig? Steinbock 2024. Welche astrologische Energie zeigt sich da für dich auf? Für das Zeichen Steinbock bitte. Okay. Und da zeigt sich das Zeichen Löwe, großzügig, strahlend, machtvoll, die Anführer. Wow. Eine wunderschöne Energie, mein lieber Steinbock. Hier geht es um den Planeten Sonne. Das ist der Herrscherplanet des Löwen. Hier geht es darum, sich auch zu zeigen. Ja. Viel auch an sich zu denken, ja, Selbstverantwortung vor allem auch. Und es kann auch sein, dass generell ein Löwe, also ein Mensch im Zeichen Löwe, für dich wichtig werden kann, sehr präsent im Jahr 2024.
Also, was kommt mir hier alles durch beim Zeichen Löwe für dich? Das fünfte Haus, mein lieber Steinbock, wird hier auch sehr wichtig im Jahr 2024. Also, hier geht es auch um die Bühne. Ja, es geht darum, dass du dich auch irgendwo präsent zeigen wirst. Das ist auch Erfolg für dich, ne? Es kann auch gut möglich sein, dass du jemanden anführen wirst. Ne? Also Leadership, jemanden anzuführen. Du wirst gern diese Rolle übernehmen, Steinbock. Mit aller Herzlichkeit liebst du das Leben und führst auch jemanden an. Ja? Oder auch eine Gruppe zum Beispiel. Du leitest etwas. Und hier wird auch Familie sehr präsent für dich im Jahr 2024 und du kreierst da so einen gewissen Beschützerinstinkt, Steinbock. Vielleicht bist du ja auch Aszendent Löwe oder Mondzeichen Löwe, das kann auch gut möglich sein. Und das ist eine entschlossene Energie. Aber auch eine extrovertierte, kreative Energie, sehr großzügig, leidenschaftlich, ja, so beginnst du auch das Jahr, Steinbock. Würdevoll, herzlich und in der Liebe kann es auch hier für dich bedeuten, dass das auch ein sehr leidenschaftliches Jahr wird, ne? Und vor allem aber auch mit viel Power. Und die Schattenseite des Zeichen Löwe wäre dann Arroganz oder auch Dominanz, Eigensinnigkeit, Sturheit auch oder Großspurigkeit. Ja, also das Zeichen Löwe steht auch gerne im Mittelpunkt und sieht halt Fehler auch nicht gerne ein, ne? Und das sind alles auch so ausschlaggebende Hinweise, mein lieber Steinbock. Entweder kommt das wirklich von dir aus oder aber ein Mensch agiert so gegenüber dir im neuen Jahr. Und da darfst du einfach so ein bisschen auch auf die Balance achten, ne? Also, dabei, das ist eine sehr, sehr selbstsichere, feurige Energie. Okay, ich mache direkt jetzt weiter für dich mit dem Orakel der Göttinnen. Das sind diese Karten hier. Und da schauen wir jetzt mal, welche Göttin für dich im Jahr 2024 dich begleitet, welche wichtig wird. Und da ist sie auch schon da. Und zwar ist es Irene, der Frieden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Alles entwickelt sich zum Besten. Wow, wunderschön, mein lieber Steinbock. Hier kommt auch Frieden rein bei dir im Jahr 2024. Also Frieden in der Familie, weil ich hier das fünfte Haus habe. Frieden vielleicht mit den Kindern. Frieden aber auch mit dir. Also du versuchst immer mehr in einer Angelegenheit, die dich vielleicht auch erschüttert hat, ja, in den Frieden zu kommen. Und da gibt es auch keinen Grund zur Besorgnis. Du wirst hier im Jahr 2024 mit etwas auch friedlich abschließen, ja. Und Irene, der Frieden ist eine schöne Energie, denn du darfst auch selbst darauf achten, dass du auch mit friedlichen Personen nur bist, Steinbock, die einfach auch deinen Seelenfrieden nicht stören. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich sage das nicht einfach nur so, mein lieber Steinbock. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass manchmal die Sachen nicht einfach sind, ob es Relatives sind, also die Verwandten, die Familie oder Arbeitskollegen, Freunde, ja. Es ist nicht einfach mit Menschen und manchmal ist es auch unausweichlich, gerade dann, wenn man die Menschen auch liebt.
Aber es ist wichtig für dich im Jahr 2024, dass du im Frieden auch bist. Und Frieden funktioniert am besten, wenn du auch schaust, dass du auch mit friedlichen Menschen bist. Ja, also jeder, egal wer es ist, auch wenn du die Menschen liebst, musst du in Distanz gehen, sollten sie im Unfrieden sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig für den Seelenfrieden. Ja, egal wer es ist. Und das darfst du dann auch mit der Löwe-Energie ruhig auch äußern. Ja, dass du einfach im Frieden sein möchtest. Ja, das ist, man kann alles äußern, Steinbock. Und wer es nicht versteht, wer dir Chaos reinbringt oder Krieg, denn Krieg ist der Gegenteil von Frieden, dann musst du Abstriche machen. Ja. Egal wer es ist, mein lieber Steinbock, Charaktere verändern sich einfach nicht. Verändert sich bei einem Zebra, verändern sich da die Streifen? Nein. Verändern sich bei einem bei einer Giraffe die Punkte? Nein. Also, weißt du, was ich meine? Genauso ist es auch mit Menschen. Charaktere ändern sich nicht, mein lieber Steinbock. Ja, wir können uns verändern in Lebensweisen, ja, in Situationen. Wir können uns zusammenreißen, ja, wir können Menschen versprechen und sagen, ich mache das nicht mehr oder ich begehe jetzt nicht mehr diesen Fehler. Ja, also all das, ja, ein Mensch kann sich schon selbst verändern, aber nicht der Charakter, mein lieber Steinbock. Also ein Zebra kann auch nicht einfach seine Streifen wegmachen. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und deswegen darfst du mit Irene, mit dieser Energie darauf schauen, auch, dass du mit friedlichen Charakteren unterwegs bist. Das ist so, so wichtig. Jetzt mache ich weiter für dich mit dem Talisman-Orakel. Das sind diese Karten hier. Steinbock im Jahr 2024. Welcher Talisman zeigt sich auf für dich? Konfidenz, ja, das Selbstbewusstsein auch, ja. Konfidenz, und das passt auch so, so gut zu dem Zeichen Löwe, ja. Also hier herrscht einfach eine selbstbewusste Energie über dich. Ja, das ist Selbstrespekt, aber auch du verschaffst dir einfach diesen Respekt, ja. Du forderst ihn schon sogar, ne? Du forderst ihn. Der Talisman Konfidenz. Ja, wunderschön. Also lass dich da auch nicht runterkriegen im Jahr 2024 von schwachen Charakteren, Steinbock. Ja, lass dich da nicht runterkriegen und nicht da in deinem Wert unterbuttern, weil du musst hier auf die friedliche Energie achten. So, weiter geht es mit dem nächsten Orakel und das sind die Engel begleiten deinen Weg von Doreen Virtue. Das sind diese Karten hier. Welcher Engel wird hier für dich wichtig? Auch der Engel, der dich hier hauptbegleitet übers ganze Jahr, falls du an Engel glaubst, kannst du jetzt auch diese Orakelkarte für dich nutzen.
Und das ist Bridget. Vorsicht tut Not. Schau dir die Situation genauer an, bevor du weitermachst. Ja, wunderschön. Da mache ich mir bei euch Steinböcken sowieso gar keine Sorge, weil ihr seid generell Menschen, die auch zuerst nachdenken und dann reden, ja, und nicht handeln und danach bereuen. Ne? Also selten habe ich sowas beobachtet bei einem Steinbock, außer du hättest jetzt viel Feuer in deiner Chart. Ne? Dann wärst du vielleicht ein Steinbock-Mensch, der erst sagt und dann hinterher nachdenkt. Aber Vorsicht tut Not. Schau dir eine Situation mit Menschen genauer an, Steinbock, bevor du weitermachst. Ja, Bridget fordert dich auch auf, fürs Jahr 2024 generell immer mal so genauer hinzuschauen, mein lieber Steinbock. Ja, ja. Generell mal immer hinzuschauen. Auch so dieses ausschlaggebende Wort Vorsicht. Ja, also du wirst da irgendwie nicht mehr einfach so jedem vertrauen können. Nö, nö, nö. Das geht nicht mehr. Das ist bei dir schon irgendwie längst Geschichte. Das hat sich gegessen, dieses Vertrauen. Ja, also hier wirst du immer sogar eher überprüfen, in einer sehr selbstbewussten Energie, dass du da mit friedlichen Menschen bist. Ja, ja. So, ich mache jetzt weiter mit dem letzten Orakeldeck hier für dich. Und somit öffne ich für dich die Akasha-Chronik. So, was wird aus der Akasha-Chronik für dich im Jahr 2024 wichtig? Bevor ich in die Tarotlegung reingehe, noch die Akasha-Chronik. Isolation. Sei dir gewiss, du bist immer und zu jeder Zeit sicher und geschützt. Ja, Verlustängste brauchst du nicht haben, mein lieber Steinbock, weil du bist hier beschützt und auch immer sicher. Auch im Jahr 2024 hast du diese Sicherheit. Aber die Isolation, manchmal wirst du das Gefühl haben, dass man dich nicht hört, dass man dich überhört, dass man dich nicht wahrnimmt, dass man dich nicht sieht. Ja, sowas mit der Isolation. Ne? Deswegen sage ich ja, mein lieber Steinbock, umso wichtiger ist es wirklich dann darauf auch zu achten, dass du mit Menschen bist, die dich auch verstehen und die dich auch so lieben, wie du bist. Ja, weil es bringt nichts, wenn du mit jemandem bist, wo du nicht dich willkommen fühlst und dich willkommen heißt. Ja, das sagt auch die Isolation. Ja, das könnte auch so ein Hinweis sein, dass du mit jemandem sogar bist, aber dich alleine fühlst. Kennt ihr das? So dieses, man ist nicht einsam, aber fühlt sich allein. Ja, und da darfst du auch sprechen und sagen, was dir fehlt in dieser Beziehung. Was dir fehlt, was auch du brauchst. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, mein lieber Steinbock. Wir kommen alle bioenergetisch auf diese Welt. Wir kommen alle als Kinder auf diese Welt, als Babys. Bioenergetisch. Ja, ich habe mich jahrelang mit der Bioenergetik befasst. Ja, und wie ist es bei Kindern? Sie äußern ihre Bedürfnisse. Kinder sagen, was sie fühlen, was sie denken. Ja, aber dann, wenn man älter wird im Erwachsenenstadium, kommen die ersten Traumata, man wird erwachsen, bla bla bla, hin und her, Familie, dies, das, Schule, pipapo, ne? Und der Mensch isoliert sich immer mehr und isoliert sich immer mehr und dann ist man kein Kind mehr. Ja, und schafft es nicht immer, das zu äußern, was man denkt, was man fühlt, ja, was einen stört, was man will, was man nicht will.
Ja, deswegen die Bioenergetik. Ich kann dir generell auch einfach nur Bioenergetik empfehlen, mein lieber Steinbock. Also ich habe viel Bücher gelesen über Bioenergetik, über Alexander Lowen, der das ja gegründet hatte. Und das hilft. Ja, Bioenergetik ist auch eine gute Heilpraktik, eine gute Heilmethode. Und bringt uns in diesem Zustand unsere Gefühle, unsere Ausdrücke einfach besser zu erleben und auch zu vermitteln, was wir sind, dass wir sind. Ja, also, weil das passt zur Isolation. Du tust dir auch irgendwo schwer zu sagen, wie du fühlst, was du denkst, ja, um vielleicht auch andere nicht zu zerstören, nicht kaputt zu machen, um irgendetwas nicht kaputt zu machen. Aber das ist wichtig, mein lieber Steinbock, ja. Kinder machen das ja auch. Wir haben das früher auch alle getan. Du und ich waren auch mal ein Kind, ein Baby, ja. Und der Mensch muss immer schauen, eigentlich, dass er bioenergetisch lebt. Ja, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang das alles sagt, was ihm am Herzen liegt, in den Gedanken, im Verstand, ja, das zu äußern und auch so zu leben, dann in diesem Mental Health. Ja, Mental Health. Also, weil ich sehe ja hier bei Brigitte auch diesen besorgten Blick. Ja. Und du wirst es ja in deiner Situation schon wissen. Vielleicht machst du dir auch einfach generell über alles Sorgen. Ne? Dass auch alles so friedlich ist oder du hast Angst, dass im neuen Jahr etwas nicht friedlich sein könnte oder so. Nee, nee, mach dir da gar keine Sorgen, keinen Grund zur Besorgnis. Und die Isolation sind auch die Gedanken. Glaube auch nicht immer deinen Gedanken, Steinbock, weil nicht immer haben unsere Gedanken recht. Ja, das ist schon so. Nicht immer haben unsere Gedanken recht. So. Und jetzt steige ich für dich in die Quartale ein mit dem The Lightseers Tarot von Chris N. Das habe ich jetzt für dich ausgewählt. Das fühle ich. Das sind diese Karten hier. So, für das erste Quartal ein Hinweis. Januar, Februar, März 2024. Für das zweite Quartal. Januar, Februar, März, nee, Verzeihung, April, Mai, Juni. Für das dritte Quartal, Juli, August, September. Steinbock im dritten Quartal. Hier zu viel. Steinbock im dritten Quartal, bitte. Juli, August, September. Dankeschön. Steinbock im vierten Quartal, Oktober, November, Dezember. Ja, ich kann dir das wirklich nur empfehlen, mein lieber Steinbock. Ich weiß nicht, warum mir das bei deiner Legung durchkommt. Befasse dich mal mit Bioenergetik, mit Homöopathie. Also nicht diese Apothekenhomöopathie da. Ja, dieses da, nehmen Sie bitte nur das sondern zu wirklich einem Naturheiler. Ja, also einem Homöopathen, der sich dann noch schon auseinandersetzt
mit den Problemen und nicht einfach nur irgendwelche Tropfen. Ja, ich weiß nicht, warum mir das durchkommt bei deiner Legung, hier für deine Jahreslegung. Ja, weil ich sehe dich hier auch als Mutter oder als eine sehr bemutternde Energie und ne, gerade im Alter und so, ja, ist es wichtig. Ich habe es auch immer meiner Mama gesagt, ne, dass sie auf sich aufpassen soll. Ja, also das ist wichtig, Steinbock, mein Schatz, weil wir sind Menschen. Jeder von uns hat mal irgendwas erlebt. Und dann, wenn man älter wird, kommt es immer alles hoch. Und es staut sich alles und staut sich alles. Ja, und es darf sich nicht stauen, sonst geht es einem nur schlecht. Und hier darfst du Konfidenz, Selbstbewusstsein, hier darfst du auch Heilwege finden. Ja, Heilwege. Du darfst wieder erleuchten mit der Löwe-Energie. So, ich schaue jetzt mal für dich ins erste Quartal. Hui, der Page der Schwerter. Ja, hier kann es gut möglich sein, dass du was Neues lernen wirst im ersten Quartal. Es ist aber auch möglich, dass du da auch echt so total neugierig bist oder dass sich jemand so ein bisschen gegenüber dir auf dünnem Eis bewegt. Ne? Aber das ist eine sehr, sehr intelligente Energie, der Page der Schwerter. Man sagt auch, dass der Page der Schwerter so der Spion ist im Tarot. Naja, Spionage führt und alles weiß und sehr intelligent ist, aber auch manchmal lügt. Ja, das hier ist ein Luftzeichen sehr präsent. Bitte jetzt nicht wieder falsch verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Luftzeichen lügen, aber du weißt, was ich meine. Es geht hier nur um Energien, nicht um die Zeichen. Ja, du wirst jemanden beobachten im ersten Quartal. Jemand wird dich beobachten, sowas. Aber auch für dich Lernbereitschaft, viel Wissensaneignung. Ich kläre hier mal ab, was ist hier bitte der Page der Schwerter im ersten Quartal genauer? Könnte ein bisschen anstrengend werden, das erste Quartal. Ja, Pagen sind auch oft Kinder. So ein Page der Schwerter könnte so ein Kind sein, was oft auch gern Panik macht. Ja, Schwerterpagen machen auch gerne Panik. Ja, Panik und Hysterik und so. Ja, das wäre dann zum Beispiel die negative Aspekte der Waage, des Wassermannes, des Zwillings, ja, Unruhe, Panik, weil Schwerter, Hofkarte im Luftelement, Luftzeichen, also hysterisches Verhalten, flatterhaftes Verhalten, sowas, ne? Könnten alles Hinweise sein im ersten Quartal. Also kann auch so ein Page eben wichtig werden für dich, Page des Schwerter, egal ob männlich, weiblich. Also könnten Luftzeichen sein, muss aber nicht. In der guten Aspekte wäre das eben Hilfsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, ja, Flexibilität. Ja, der Page der Schwerter setzt sich auch gern für andere ein, benennt auch die ungerechten Dinge bei Namen. Also, ne, es ist auch ein sehr fairer Mensch, hasst Ungerechtigkeiten. Sowas könnte wichtig werden im ersten Quartal. Aber ich kläre ja jetzt hier mal ab. Was ist hier bitte der Page? Page of Swords, genau. Ja. Schau mal, wer sich da umdreht. Der König der Kelche. Ist auch nicht deine Energie, außer du hättest jetzt viel Wasserchart. Auf jeden Fall, da wird jemand ein bisschen dünnhäutig sein, Steinbock, im ersten Quartal. Auf dem Pagen der Schwerter geklärt, kann das so ein bisschen Kritik sein, ja. Kritikbehaftete Energien,
Vorurteile, so, du musst aufpassen. Im ersten Quartal zeigt sich ein König der Kelche auf, der ist so ein bisschen dünnhäutig. Also bei einem König der Kelche könnte ein Mensch sein, der sehr schnell verletzend ist, eine dünne Haut eben hat. Und da muss man aufpassen, was man sagt. Warum ich das sage, ist, weil der Page der Schwerter sagt alles, was er denkt. Ja, das ist eine ehrliche, rationale Energie. Und wenn sich das hier sticht als Klärung mit dem König der Kelche, bedeutet das für mich, ja, sind zwei verschiedene Charaktere natürlich. Ne? Hier viel Wasser, da viel Luft. Also dünne Haut. Ja. Und da kann sich dann auch der König der Kelche mal schnell zurückziehen, blub, blub, wie so ein Fischilein. Also auf einmal hört man gar nichts mehr, sieht man nichts mehr. Ja, wie als hätte es den Menschen nie gegeben. Das wäre so die negative Aspekte. Die positive Aspekte wäre natürlich, wow, König der Kelche, Liebeskönig. Empathisch, liebevoll, harmonisch, ja, charmant. Naja, so ein jemand, da könnte für dich wichtig werden, Steinbock. Das ist ja eigentlich nicht deine Energie im Tarot, aber wir haben ja alle Anteile in uns. Oder du bist es eben, ne? Dünnere Haut, so im ersten Quartal. Sensibel, empfindlich. Deswegen sagte ich ja auch, Steinbock, mein Schatz. Wenn du sensibel empfindlich wirst, so, dann musst du da auch darauf achten, dass du nicht mit verrückten Menschen unterwegs bist. Ja, weil verrückte Menschen, die verstehen sensible Menschen nicht. Oder so flatterhafte Menschen, oberflächliche Menschen und so. Ja, weil vielleicht bist ja du hier König der Kelche im ersten Quartal mit einer dünneren Haut, weil du einfach viel fühlst, viel im Gefühl sein wirst, ne? In der Empathie und, ne? Und da brauchst du dann auch schon deinen Rückzugsort. Aber bitte nicht nur, weil du hast ja hier auch die Löwe-Energie. Also sei auch selbstbewusst. Ja, ansonsten kann es ja auch sein, dass man im ersten Quartal wirklich sein Herz ausschüttet. Ne? Sein Herz ausschüttet, der König der Kelche. Oder jemand wird dich einfach da total so gut verstehen. Ja, der König der Kelche ist auch ein Hochempath, der versteht auch. Ja, aber die Nachteile bei ihm sind halt dann auch, wenn man was Falsches sagt oder so, dann rastet er auch leider aus. Also der König der Kelche kann auch dazu neigen, seine Gefühle gar nicht mehr in der Kontrolle dann zu haben. Ja, also und kann dann auch schon mal verletzende Worte sagen, ne, wenn man seine Gefühle oder so verletzt. Also, sowas kann es dann sein. Aber ansonsten sehr großzügiger Mensch und der erste Quartal hier sehr großzügig auch und auch hilfsbereit. Ich schaue mal ins zweite Quartal. Hui, eine Warnkarte, 7 der Schwerter. Ja, Steinbock, mein Schatz. Im zweiten Quartal wird dich hier jemand belügen. Oder irgendwie wirst du eine Lüge ertappen. Oder so ein falsches Gesicht von jemandem. Guck mal, wie hier die Raben aufschreien. Aber schau mal, Steinbock, mein Schatz, ich sag dir was. Wir haben hier den Mond, der erhellt alles. Es kommt hier alles raus im zweiten Quartal. Ja, das könnte sich um so einen König der Kelche hier wirklich anhandeln, dass du dich da so auf Spionage begehst. Weißt du, so hier Pagi Pagi der Schwerter. So gucken, schauen, was er macht, wie macht er so und warum hat er das gemacht und alles. Aber da kommt im zweiten Quartal alles raus. 7 der Schwerter. Sowas kann das hier bedeuten. Der Mond erhellt hier alles. Man kann hier nicht fliehen vor der Wahrheit. Guck mal,
Man kann hier nicht fliehen vor der Wahrheit, weil dieser Dieb, der wird offenbart. Oder es kann ein Hinweis sein, dass man dich im zweiten Quartal beklaut oder so. Pass da mal so ein wenig auf, Steinbock. Oder jemand will deine Identität beklauen oder so. Deine Ideen, deine Kreation, das, was dir gehört eigentlich. Ne? Sowas kann das sein. Ansonsten ist die 7 der Schwerter halt eine Energie, wo jemand sich versuchen wird, so rauszureden. Ne? Lügen. Ja, ich sag's echt direkt, wie es ist. Die Redegewandtheit auch zu lügen oder sich in Dingen rauszureden. Ich kläre auch hier mal ab. Was ist das denn bitte genau? Aber du wirst es verspüren mit deiner Intuition hier, falls du King of Cups bist. Es wird alles rauskommen, der Mond wird alles offenbaren. Bitte jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Ich habe auch schon oft in den Kommentaren erlebt, dass die Menschen alles wortwörtlich nehmen. Der Mond wird uns natürlich da keinen Brief schicken nach Hause. Aber was meine ich damit? Der Dieb wird erleuchtet. Die Lügen kommen raus. Das meine ich damit, Steinbock. Ja. Das ist halt auch eine intelligente Energie, die 7 der Schwerter, ja. Eine intelligente, strategische Energie. Da weiß halt jemand immer so, wie man es macht. Deswegen sage ich ja, Vorsicht tut Not. Vertraue nicht jedem im Jahr 2024, Steinbock, mein Schatz. Nicht jedem da vertrauen. Ja, wir können nicht einfach so jedem da vertrauen. Das geht gar nicht. Hab euch lieb. Ich wollte es ja nur mal dazu sagen. So, was ist denn hier die 7 der Schwerter? Bitte jetzt genauer. Ja, da haben wir es ja schon. 3 der Kelche. Falsche Freunde oder so. Oder falsche Familienangehörige. Passt da so ein bisschen auf. Die sind da eben nicht ganz ehrlich im zweiten Quartal. Guck mal hier. Das sind die Relatives, die Verwandten oder die Freunde oder so. Ja. Die sind es oder einer von denen. Das wird da rauskommen. Entweder wird dich da versuchen, Freund zu beklauen, Freund in Anführungsstrichen, weil sowas sind dann keine Freunde, oder du wirst jemanden ertappen aus der Familie, aus der Freundschaft, der lügt oder der was Betrügerisches macht. Sowas muss sich auch nicht um dich handeln, kann hier eine Konstellation sein zwischen 3 Menschen, einer Gruppe. Sowas. Und da wirst du dann vielleicht auch verhelfen. Vermittler sein, jemanden vielleicht auch von einer anderen falschen Person zu retten. Ja, weil die 3 der Kelche auf die 7 der Schwerter. Vertraue nicht den Gesichtern, Steinbock, die du nicht kennst. Ja, wenn du die Gesichter der Menschen nicht kennst, dann vertraue auch nicht. Jedenfalls, es wird sich offenbaren. Hier, 3 Menschen sind es, die ersten 3, die dir auch einfallen. Jetzt, während du das Reading anschaust, an denen du in der letzten Zeit gezweifelt hast. Diese sind es. Und einer von denen, oder vielleicht auch alle 3, das kann ich dir jetzt nicht sagen, da wird sich im zweiten Quartal eben was offenbaren. Ne? Das ist so eine Hintenrum-Geschichte. So, ich schaue jetzt mal ins dritte Quartal. Oh ja, wunderschön. Den Sommer wirst du hier total genießen, weil hier kommt auch die Sommerkarte, die Sonne. Da wirst du strahlen, Steinbock, mein Schatz. Da wirst du Vitalität haben, erblühen,
Hier auch wieder Löwe-Energie, die eh sehr präsent ist eben im Jahr 2024. Du wirst glücklich sein, du bist glücklich im dritten Quartal, die Sonne. Viel Ego ist es auch, aber gesundes Ego, Vitalität, Harmonie, also ein schöner Sommer hier, Juli, August, September. Schauen wir mal, ich kläre hier noch ab. Grundlegend eigentlich ein sehr positives Jahr, Steinbock. Ich meine, wir wissen ja immer nicht, was so genau passiert. Höhen und Tiefen haben wir alle. Aber grundlegend ein positives Jahr, außer so das zweite Quartal, wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig. Und da kommt die Klärungskarte der Mond. Interessant, Sonne und Mond. Und was sage ich da immer, wenn Sonne und Mond kommt? Ja, die Sonne sieht alles, was wir tun, und der Mond kennt all unsere Geheimnisse. Das ist heiß und kalt. Steinbock, mein Schatz, im dritten Quartal wirst du auch sehr geheimnisvoll sein. Mit dir selbst. Ne? Unsicherheiten, so ein bisschen Stimmungsschwankungen. Ne? Aber das brauchst du dann, das bist du dann. Ja, und hier auch wieder der Hinweis, es wird sich sowieso was offenbaren für dich. Weil der Mond sind auch Geheimnisse, Unsicherheiten, verschwommene Energien. Ja, verschwommene Energien. Manchmal auch so Feindseligkeiten, wo man wirklich aufpassen sollte. Manche deuten den Mond auch so Feinde und so. Ja, wirklich so, darauf darfst du besonders achten im Jahr 2024. Und an sich, hier im Kontrovers Sonne und Mond, möchte man dir aber auch sagen, dass der Sommer, das dritte Quartal trotzdem schön wird, weil du wirst hier auch deine eigene Kontroverse spüren, ne? Verborgene Wahrheiten kommen raus mit der Sonne ans Licht. Du wirst dich auch deinen eigenen Ängsten stellen. Und Träume sind das auch, der Mond. Ja, also Träume, dass du auch, wo man dir einfach sagen will, du bist immer angebunden, Steinbock. Immer angebunden. Nach oben. Ja, und vertraue hier bitte auch auf dich. So, wir schauen mal hier ins vierte Quartal. Drei der Stäbe. Hier kann es sein, dass du Ende des Jahres dann noch viel reisen wirst. Oder dann Richtung Weihnachten eben. Im vierten Quartal oder November, Dezember, sowas rum, dass du dann auch deine Liebsten erwarten wirst. Da wird sich auch nicht viel verändern, weil die drei der Stäbe ist eher eine passive Energie. Ist jetzt nicht die zwei, hier ist schon mehr Fortschritt zu sehen, aber dennoch was Erwartungshaltendes. Schauen wir mal, ich kläre auch das hier ab fürs vierte Quartal. Was sind hier die drei der Stäbe? Waiting for the ships to come in. Also das, was du über all das Jahr dann erreichst, wirst du auch mit Stolz hier feiern im vierten Quartal. Das dritte ist so ein bisschen Höhen und Tiefen auch, weil Sonne und Mond mit dir selbst, einfach mit dir selbst. Schauen wir mal, was ist hier die Klärung fürs vierte Quartal? Der Turm, Breakup, Shakeup. Alle fürchten den Turm. Ich liebe den Turm,
weil der Turm zeigt uns dann auf, was uns dann nicht mehr gehört. Etwas, was auf Sand gebaut ist. Etwas einfach Zeichen, was wegkommt, was weg muss. Da passiert wenigstens was. Hier passiert viel im vierten Quartal, Steinbock. Ja, also kann sein, dass du mit den drei des Stäben sogar woanders hingehen wirst, dass du von jemandem oder etwas loslassen wirst. Manchmal zeigt der Turm sogar auch Trennungen an oder so. Ja, also all das kann es bedeuten. Ne? Unexpected change, unerwartete Veränderungen. Ne? Also neue Perspektiven. Ein bisschen ein Chaos, aber unerwartete Veränderungen sind das für dich. Aber im Chaos können wir auch das Licht suchen, um weiterzukommen. Weil die drei der Stäbe ist ja eine Weiterkommensenergie. Und du wirst da deinen neuen Weg finden. Weil vielleicht hast du hier auch irgendwo schon Pläne, aber da im dritten Quartal dann auch Angst mit dem Mond. Deswegen ja hier auch nochmals die Sonne und die Löwe-Energie. Glaube an dich. Weil ich meine, es ist ja sowieso dein Leben, Steinbock. Es gehört dir. Ja? Dein Leben gehört auch nicht deinem Mann, auch nicht deiner Frau, auch nicht deinen Kindern, niemanden. Ja? Wir können die Menschen lieben über alles. Ja? Ist so. Aber es ist ja trotzdem noch dein Leben. Also, hier ist so ein bisschen Shake-up, Break-up. Da wirst du weiterkommen. Da passiert was im vierten Quartal. Schauen wir mal bitte hier noch eine Klärung. Weil ich will jetzt noch genauer wissen, was hier potenziell zusammenbrechen kann. Das ist der Teufel. Süchte, Abhängigkeiten, Lügen, Manipulationen. Alles, was falsch zu dir ist oder sein wird übers Jahr 2024, wird dann im vierten Quartal sich auflösen. Das ist sehr, sehr positiv. Also Gott, das Universum, zwei hohe Arkanen hier jetzt wieder, wollen dir, werden dir hier dann auch das Schlechte wegnehmen, Steinbock. Und vor allem ist es aber auch deine Energie im Tarot. Also es kann hier ganz um dich persönlich gehen, nochmals im vierten Quartal. Ja. Dadurch, dass jetzt auch deine Karte fällt, der Teufel, kann es bedeuten, dass auch du dich einfach auch stark verändern wirst. Ne? Mit dem Turm und dass auch du selbst da einen Turmmoment im vierten Quartal einbringst. Ne? Und hier mit den drei der Stäben weggehst, wegziehst, das kann es bedeuten, was anderes vom Leben erwartest. Weil drei der Stäbe ist auch eine Widderenergie, das ist so dieses, die Dynamik, man erwartet noch viel mehr. Ja? Und man will sich da auch nicht gefangen fühlen. Ja. Also, da wird schon auch einiges passieren für dich nächstes Jahr. Ne? Große Dinge sind das, weil Turm und Teufel zeigen sich ja auch nicht immer auf. Große Dinge sind das. Also freu dich auch drauf. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Dadurch, dass sich hier das vierte mit dem zweiten Quartal natürlich spiegelt, kann es auch echt bedeuten, dass du halt von falschen Menschen loslassen wirst, Steinbock. Ne? Wo man sich einfach leider getäuscht hat. Ist auch normal. Gehört dazu im Leben. Also, Steinbock, nicht immer alles auch so. So verkrampft sehen oder so, also wenn man einfach in dieser Bioenergetik ist und so mit sich im Reinen, dann ist man auch schon auf so einer Wellenlänge, dass man das Leben auch dann friedlich betrachtet
und dann gewisse Dinge einen auch dann nicht mehr verletzen oder so. Auch wenn es da, wenn Falschheiten passieren, natürlich geht man die Verletzungen dann auch durch, gerade wenn man die Menschen liebt, aber es ist dann vielleicht nicht mehr so schlimm wie früher. Ja, das bekomme ich auch durch hier so in deinem Reading. Also, vierte Quartal ist echt ein bisschen Kontroverse. Da wirst du vom Teufel eingeladen. Hier, schau, komm, komm. Schau, wie er da guckt und mit seiner Gestik da, komm, komm. Ich verwirre den Menschen. Siehst du diesen Menschen hier unten? Wieder die Hände so oben auf den Kopf. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr fühlen. Ich will es nicht mehr durchmachen, ja? Das ist ja Verführung. Komm, komm. Der Teufel ist immer eine Macht, die wir uns nicht erklären können, wir Menschen. Aber da kommt der Turm. Nein, nix da, sagst du. Du bist dazu gescheit. Du bist dazu realistisch. Du bist dazu genau. Ja, Capricorn, nix da. Du brichst es auseinander. Ja, aufpassen, nächstes Jahr Drogen, Alkohol, sowas. Kennen wir ja alles schon mit dem Teufel, ne? Ich sag auch immer so, wir müssen die Süchte unter Kontrolle haben und nicht die Sucht uns. Ich wiederhol's nochmal, der Mensch muss die Sucht unter Kontrolle haben und nicht die Sucht den Menschen. Dann kann alles funktionieren in der Mäßigkeit, solange der Mensch die Sucht unter Kontrolle hat und nicht die Sucht den Menschen. Ja, weil das sind ja auch so ein bisschen Extremen im vierten Quartal. Okay, mein lieber Steinbock, ich hoffe, ich konnte dich hier coachen, dir Hinweise geben. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's genossen, hat mir Freude bereitet, für dich die Jahreslegung auszulegen. Allgemeine Hinweise nochmal für dich und in diesem Sinne sage ich bis ganz bald. Ciao, ciao, dein Danu.